La, 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 la. Ich verstehe Harry Potter nicht. Ist doch ganz einfach. Harry und seine Freunde befinden sich abgeschottet in der Obhut eines Mannes, der sie immer wieder in bedrohliche Situationen führt. Seine Opfer können ihm nur entkommen, indem sie fantasievolle Rätsel lösen, die nicht selten schwere bis tödliche Verletzungen nach sich ziehen. Moment, das ist der Plot aus dem Horrorfilm Saw. Hä? Seltsam, wie komme ich denn da drauf? Also Harry ist Zauberstudent. Ja, in Hogwarts, wo kein Telefon funktioniert, umgeben von einem Todeswald. Und da lernt er auch Grundkenntnisse wie Grammatik und Rechnen. Natürlich nicht, er muss lernen, nicht zu sterben. Alles dort will einen umbringen. Dreiköpfige Hunde, Drachen, Treppen, Bäume, Schach. Schach, oh mein Gott. Um überhaupt dahin zu kommen, musste erstmal volle Kanne gegen eine Wand laufen. Warum machen denn die Lehrer nichts? Ja, die können ja wenig machen. Das letzte Wort hat meistens ein brennender Becher. Oder ein Hut. Okay, ich bin raus. Harry soll einen normalen, einfachen Job machen. Ach bitte, dafür sind doch die Elfensklaven da, du Muggel. Es gibt Sklaven? Wer sind hier eigentlich die Guten? Kommt drauf an, wie schlimm es ist, wenn du deinen Bruder wie ein Tier im Wald festkettest. Sehr schlimm? Ja, dann streich Hagrid. Das hat mir alles kein bisschen weitergeholfen. Na gut, fangen wir ganz von vorne an.